Großgründlach ist ein Stadtteil von Nürnberg und liegt im Knoblauchsland, dem Nürnberger Landwirtschaftsgebiet. Der Ort wurde im Jahre 1021 als Gründlach erstmals urkundlich erwähnt. Zu den besonderen Sehenswürdigkeiten des insgesamt sehr pittoresken Ortes zählt die Kirche St. Laurentius. Ab 1303 kann in Gründlach ein Pfarrer nachgewiesen werden und somit auch diese Kirche. Die Kirche ist jedoch wesentlich älter, denn bei einer Renovierung vor rund 40 Jahren wurden die Reste einer romanischen Apsis gefunden. Sie könnten zusammen mit einem Teil der Nordwand die letzten Reste der Burgkapelle der Herren von Gründlach sein, die 1140 erstmals urkundlich erwähnt wird. Wahrscheinlich wurde diese Burgkapelle in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts zur Dorfkirche umgewidmet und erhielt ihre heutige Größe. Man sieht nichts. Direkt im Anschluss an die Kirche St. Laurentius finden wir das Schloss mit einer kleinen Gartenanlage. Man sieht nichts.
vom Schloss in die Landschaft führt eine Allee, die jedoch 2004 niedergelegt und mit Winterlinden neu bepflanzt wurde. Wir betreten das beeindruckende Innere von St. Laurentius. Diesen Leuchter hat am 25. Dezember 1791 Stefan Buchler aus Reutles gestiftet, aus Freude über die Geburt seines ersten Kindes.